Hallo zusammen und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Fragen und Antworten mit Alexander Haus. Und ein herzliches Moin Moin nach Hamburg zu Andrea, von welcher die heutige Frage stammt. Andrea möchte wissen, wie kann ich meine Berufung in meinen Beruf leben? Und Andrea führt dazu weiter aus. Ich würde sagen, zwischen meinem Beruf und meiner Berufung kommt es oft zu innerlichen Konflikten. Ich glaube, ich bin von Berufung aus Krankenschwester. Leid zu erkennen, zu teilen, zu heilen, indem die Kraft, Wünsche und Würde des Menschen im Mittelpunkt steht. In meinem Beruf Krankenschwester muss ich oft aus finanzieller Sicht handeln. Es werden Untersuchungen und Therapien gegeben, die der Patient selbst ablehnt. Der Patient hat aber oft seine ganze Selbstbestimmung abgegeben und es wird oft gesagt, der Patient wird behandelt, aber nur das Körperliche und finanziell für die Kassen Vorteilhafte. Selten wird gefragt, was für den Patienten am besten wäre, damit er sich selbst als gesund versteht. Schlimm finde ich dann zusätzlich, wenn onkologische Patienten als austherapiert gelten. Diese wünschen sich dann oft noch einmal in den Urlaub zu fliegen oder eine Familienfeier durchführen zu können. Anstatt dieses zu unterstützen, wird diesen oft noch eine Chemotherapie angedreht. Die letzten Lebenswochen werden dann im Krankenhaus verbracht. Liebe Andrea, vielen herzlichen Dank für die Frage. Nun, betrifft das hauptsächlich oder gar nur Krankenschwestern, was Andrea hier fragt? Nein, überhaupt nicht. Das betrifft auch den jungen Mann, der als Automechaniker arbeitet, der seinen Beruf als Automechaniker ausführt, seine Berufung aber darin sieht, irgendetwas mit Katzen zu machen. Nun, was haben die Katzen, die Autos und die kranken Menschen miteinander zu tun? Ich versuche euch das anhand des in der Psychologie bekannten biopsychosozialen Modells zu erklären. Zu diesem Modell füge ich den Aspekt des Geistigen hinzu. Was ist eine biologische Berufung? Biologisch in unserem Fall bedeutet vererbt, den Erbanlagen, den Genen zufolge. Nehmen wir mal an, du bist die Tochter oder der Sohn eines Königs. Nun, deine Berufung ist somit biologisch, nicht von anderer Seite her, biologisch festgelegt, du wirst die nächste Königin oder der nächste König werden. Psyche. Es gibt Menschen, die können sich in ihrer Umgebung und an den Menschen in ihrer Umgebung so gut orientieren und finden ziemlich schnell für sich selbst intrinsisch heraus, was ihre Berufung ist, was sie später machen wollen. Nun haben wir den sozialen Aspekt. Sozial heißt, es hat was mit anderen Menschen zu tun, mit der Gesellschaft um uns her, mit der Familie oder mit Freunden, den Lehrern, wer auch immer. Also eine solche, manchmal sagt man, vererbte Sache kann eine nicht erblich bedingte Komponente, sondern eine soziale Komponente haben. Zum Beispiel, mein Großvater war Tierarzt, mein Vater war Tierarzt und es ist meine Berufung aufgrund der Familienkonstellation, dass ich auch den Beruf als Tierarzt ergreifen werde. Nun kommt der geistige Aspekt hinzu. Es gibt auch Motivationen, einen Beruf zu ergreifen, eine Tätigkeit auszuüben, welche nichts mit Vererbung,
anderen Menschen oder mir selbst zu tun hat, sondern eine Berufung, die quasi von oben, von Gott oder etwas Geistigem her kommt. Nun, was soll eigentlich dieses Wort Berufung? Ich möchte das euch ganz praktisch zeigen. Hier haben wir den Ruf. Du bist gerufen zu etwas. Du bist gerufen, etwas auszuüben, eine bestimmte Tätigkeit. Du kannst diesem Ruf folgen oder eben auch nicht. Hier kommt das B, das BE dazu und schon haben wir einen Beruf. Was ist der Beruf? Der Beruf ist der Aspekt, bei dem du Geld verdienen kannst. Du wirst zum Profi. Der Profi, der Professionelle, also die Krankenschwester oder der Automechaniker, ist die Person, die etwas tut und damit auch Geld verdient. Auf der anderen Seite steht die Amateurin, der Amateur, die mit derselben Leidenschaft dasselbe tun, aber das Ganze als Hobby betreiben und kein Geld verdienen. Nun, seht ihr, das UNG, das, was dann schlussendlich die Berufung ausmacht, diese drei Buchstaben UNG vom Wort Berufung, die haben mit deinen Werten zu tun. Was ist wichtig für dich? Was ist wichtig, was du für dich selbst tust? Was ist wichtig, was du für die anderen tust? Ist dir Ehrlichkeit wichtig? Ist dir Höflichkeit wichtig? Oder, wie es Andrea sagt, ist es dir wichtig, Leid zu erkennen, zu teilen und zu heilen? Und dann noch die Kraft, die Wünsche und die Würde des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das sind Werte, die du, liebe Andrea, in dir hast, die in dich hineingepflanzt worden sind. Du, liebe Andrea, stehst im Beruf der Krankenschwester. Du hast die klaren Vorgaben nach Schema F, wie musst du einen Patienten behandeln, was musst du tun, was solltest du nicht tun oder sein lassen. Das Ganze soll für dich eine Art Leitplanke sein. Wie du das Ganze dann aber füllst innerhalb deines Kompetenzbereiches, das hat dann mit deiner Berufung zu tun, mit deinen Werten. Die Menschen nach ihrer Würde zu behandeln. Was hat das Ganze dann aber mit dem Automechaniker zu tun, den ich vorher erwähnt habe, mit seiner Berufung irgendetwas mit Katzen zu tun? Er kann zum Beispiel sich weiterbilden und Autos lackieren. Nicht einfach in irgendeiner Farbe zu lackieren, nein, Katzen drauf zu lackieren. Oder er kann sich im inneren Bereich des Interieurs des Autos weiterbilden und das dann mit Katzen-like-Style auszufüllen. Ich hoffe, ich konnte dir, liebe Andrea, und euch allen weiterhelfen mit der Beantwortung dieser spezifischen Frage und sie auch etwas öffnen für andere Berufe, auch die Automechaniker. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mir doch auch eine Frage schicken möchtet, könnt ihr rechts oben, wenn ihr in meinem Kanal seid, auf den Button klicken. Dort werdet ihr weitergeleitet auf meine Website, wo ihr alle Kontaktangaben findet. Ansonsten danke ich euch für eure Kommentare, eure Likes und eure Shares. Bis zum nächsten Mal, euer Alexander Haus. Ciao, ciao.